Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays. Nicht wundern, dieses Video hier nehme ich am Freitagabend auf, also am offiziellen Release-Abend des Games, Leute. Und auch nicht wundern, dass da oben irgendwo Werbevideo eingeblendet wird, denn in diesem Video rede ich über mein bisheriges Fazit zu Black Ops 4 und ich rede nochmal ganz kurz über die I'm Specialist-Kampagne, deswegen muss da Werbevideo stehen und ja, Leute, aber bitte dranbleiben, weil ihr seht auch bisher mein bestes Gameplay. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich ja am Samstag noch Besseres erspielt, aber jetzt an diesem Freitag ist es mein bestes Gameplay. Und zwar habe ich eine 35er KD auf der Map Jungle erspielt mit der Titan. Ich habe noch ein anderes richtig nice Gameplay. Vielleicht ist es hinten dran gehängt, falls ich nicht mit der Zeit durchkomme. Ich denke mal, ich sollte durchkommen, sonst kommen das die Tage, Leute. Also 35 zu 1. Wirklich, ich weiß nicht, was mit mir los ist. Ich fühle das Spiel. Das Spiel und ich, wir sind so. Also wir sind wirklich, wir sind ein Team. Das Spiel und ich sind ein Team. Es läuft total krass. Aim läuft brutal. Guckt euch mal bitte an, was ich für Szenen teilweise in diesem Video habe, wie ich die teilweise wegmache, die Gegner. Es soll jetzt nicht so krass eigenlobmäßig klingen, aber ich sag mal so, das Spiel macht mir einfach extrem Spaß und ich hatte lange nicht mehr so viel Spaß bei dem COD-Release und ja, ich weiß, es wird Leute geben, die jetzt sagen, ja, das sagst du doch jedes Jahr und so, aber wenn mir so eine Euphorie, habt ihr mir seit BO3 so eine Euphorie angemerkt, seid mal ehrlich, wahrscheinlich eher nicht, Freunde. Also Leute, wir haben heute folgendes Thema und zwar am 20.10. bin ich bei der I'm Specialist-Kampagne als Team Ajax, was geht ab? Unterwegs und wir zocken dort ein richtig, richtig geiles Event. Alle Informationen dazu sind in meiner Videobeschreibung. Tickets und so gibt es leider nicht mehr, also man kann nicht mehr mitspielen. Aber davon wird es ein Video geben, also falls ihr euch die Infos nochmal durchlesen wollt, checkt es auf jeden Fall sehr, sehr gerne ab, Leute. Ja, jetzt am ersten Abend bin ich schon Maximallevel, also Level 55. Okay, ich muss ehrlich sein, ich bin Level 53, aber ich denke mal, das ist okay. Also ich spiele die ganze Zeit. Es läuft wirklich komplett krass, also ich bin schon am ersten Abend Maximallevel, habe natürlich einen Tag vorher schon um 15 Uhr angefangen zu spielen, ab da durfte man auch Content createn, ich war seitdem auch quasi dauerhaft live. Wie gesagt, das ist Freitagabend, falls du das am Sonntag siehst, bin ich wahrscheinlich schon im zweiten Prestige oder so, I don't know. Also wir wissen es noch nicht, Freunde. Auf jeden Fall wollte ich ein bisschen erzählen, was meine ersten Eindrücke sind und es ist auch noch nicht sicher, ob noch der ominöse Day One Patch kommt. Falls nicht, ist es auf jeden Fall gleich ein bisschen Gesprächsthema. Was ich auch sagen wollte, in der Lobby, die ihr gerade seht, ist noch der Lion Snipes dabei, also der Mitbewohner von Anton, der Timo. Und ja, wir haben ein bisschen zusammen gezockt. Leute, passt auf, also... Bisher, Leute, ihr merkt es, meine Meinung ist sehr, sehr positiv. Es gibt eigentlich nur eine einzige Sache und ihr wisst, welche Sache das ist, die mich an diesem Spiel zurzeit stört. Fangen wir mal bei den Waffen an. Ein paar mehr Waffen wären cool, aber ansonsten, also ich finde die Titan unnormal krass, die Maddox unnormal krass, die Saug, das sind die drei besten Waffen für mich. Bisher, Leute, es macht mir extrem viel Spaß, mit diesen Waffen zu zocken. Ein paar mehr wären cool, aber ansonsten, wenn sie nicht, falls nicht mehr Waffen kommen sollten, bin ich auch so zufrieden, Leute, weil das Gesamtprodukt Balancing und so stimmt. Ich habe so viele verschiedene Waffen gesehen, bis jetzt hat alles funktioniert, alle Gegner haben die Chance, einen zu töten oder man hat selber die Chance, Gegner zu töten. Es gibt ja auch Games, da kannst du nur Leute töten, wenn du die AN-94 hast und der andere hat die Type 25, so wie in BO2 oder so. Es gab einfach ein richtig, richtig gutes Balancing, um das mal so zusammenzufassen, Leute, ganz genau, Leute. So, auf jeden Fall noch ein weiterer Punkt sind die Maps und ich bin mit den Maps so ultra zufrieden. Es gibt, glaube ich, nur zwei Maps. Gridlock feiere ich jetzt nicht so ultra und diese eine Map, diese Payload, muss jetzt auch nicht unbedingt sein. Und das war's dann aber auch schon fast. Das sind eigentlich so die einzigen Maps, bei denen ich sage, okay, oder Arsenal, schwierig, aber Alter, dass die ganzen Oldschool-Maps dabei sind. Wir haben Slums dabei, wir haben Jungle dabei, also wirklich Summit. Wir haben alles dabei, was wir brauchen, so map-technisch. Und es kommt jetzt einer der wichtigen Punkte für mich. Ich stehe sehr auf Details, Leute. Und zwar eine der allerkrassesten Sachen für mich in diesem Spiel. Ihr werdet euch jetzt totlachen. Eine der krassen Sachen für mich sind Visitenkarten, Embleme und Medaillen. Das ist ja zu krass. Alter, wie gut, Leute, sehen die Medaillen in diesem Spiel aus? Von Prestige-Emblemen mal ganz abgesehen. Alter, wie krass sind die Medaillen, bitte? Ich habe gegen Bots eine Abschlusskette gemacht, als die Medaille kam, mir lief eine Träne runter, so gefühlt, war das so geil aussah. Und ich hoffe, dass bald auch die Nuklearmedaille in meiner Vitrine steht. Also ich habe schon sehr, sehr viele krasse Sachen gemacht und ich bin mal sehr gespannt, ob und wann die erste Nuklear dazukommen wird, Leute. Man muss natürlich dazu sagen, dieses Jahr wird mein Jahr aus verschiedenen Gründen und zwar habe ich auch noch aus einer anderen Sache Glück. Und zwar, wir zocken ja auf der PlayStation und wir haben den Vorteil, dass wir uns auch bald sogar umbenennen können. Das heißt, ich werde endlich wieder auf Gameplays gehen können, ohne mir jeden Tag einen neuen Account erstellen zu müssen. Ich habe es mir die ganzen Jahre gewünscht, es ist einfach so weit. Aber wir kommen zum nächsten Punkt. Ja, Leute, ich denke mal, ihr könnt euch vorstellen, was denn der einzige Negativpunkt ist, den ich zum heutigen Tag bisher habe, Leute.
Der Orbitalsatellit, Hater, Orbital Reset, Blackbird, SR-71, nennt ihn wie ihr wollt, fehlt noch. Und das ist eine Sache, wow, das ärgert mich als einziges wirklich sehr. Es ist natürlich nur eine Streak und ich weiß, es werden jetzt Stimmen kommen, die sagen, du kannst nur wegen Orbi spielen, du bist nur wegen Orbi gut. Das ist aber Bullshit. Ich stehe gerade bei sehr guten Punkten pro Minute, habe eine 2,4er KD zum jetzigen Zeitpunkt, was ich jetzt nicht als schlecht bezeichnen würde, so fürs erste Fazit. Wie gesagt, ich bin kein Pro-Player, aber ich bin schon, Public läuft schon, ne? Es läuft schon gut. Und ich würde sagen, im Stream gibt es auch, also ich habe richtig krasse Resonanzen auch im Stream bekommen. Und ich würde nicht sagen, ich kann nur wegen Orbi spielen, aber der Orbi hat für mich das Gaming immer erleichtert. Aus zwei Gründen. Erstens, du kannst mit deinen Freunden zocken und musst nicht so unnormal tryharden, weil du siehst den Gegner oben, du weißt, okay, da und da ist er. Du brauchst nicht so, du kannst das Zocken mehr genießen, sage ich jetzt mal, ne? Und ohne das Ding musst du halt mehr sweaten. Anderer Punkt, du musst auch mit lauterem Game-Sound spielen, denn du bist viel mehr auf die audiovisuellen Eindrücke, sage ich jetzt mal, audiovisuell stimmt in dem Fall nicht, weil ich nur Audio-Eindrücke in dem Punkt, den ich ansprechen will, einfach angewiesen. Das heißt, wenn du Schritte hören musst, bla bla, das war bei Ghost. Ghost wurde für mich deswegen gekillt, weil du konntest mich mit deinen Kollegen nicht zocken, ohne auf maximaler Lautstärke diesen freaking Game-Sound zu haben, so. Ganz genau. Also, kleines Fazit, das wird jetzt mal nicht so langes Video. Ich mache sonst immer mega lang, deswegen jetzt mal etwas kürzer, Leute. Ich bin ultra hyped, Blackout noch anzuzocken, richtig durchzugrinden. Ich habe sogar schon auf Zombie-Modus habe ich sogar schon gespielt. Ey, das ist ja, das ist ein wirklich... das ist mein erstes Zwischenfazit. Ich bin hyped. Ich bin glücklich über dieses Spiel und ich hoffe, dass wir jetzt ein richtig, richtig geiles Jahr auf YouTube haben werden. Die nächsten Tage werde ich noch so durchsuchten, Leute. Kommt auf jeden Fall auch mal im Stream vorbei. Checkt nochmal die Infos über die I'm Specialist-Kampagne, über die natürlich noch ein Video folgen wird. Und danke fürs Zuschauen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, auch das Gameplay hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.